Hi, in dieser Quicktips-Folge stelle ich euch ein Plugin vor, mit dem man Bewegungsunschärfe digital erzeugen kann. Das ist für Leute interessant, die zum Beispiel einen ND-Filter vergessen haben oder keinen ND-Filter besitzen. Viel Spaß mit dem Video! Ja, das Plugin, um das es geht, heißt RSMB, das steht für Real Smart Motion Blur und es wird verkauft von Revision Effects, was die gleiche Firma ist, die zum Beispiel auch Twixter verkauft. Und ich fange gleich mal mit dem Negativen an, das Plugin kostet 90 Euro, ist also für Schüler zum Beispiel wahrscheinlich eher nicht so interessant und zu teuer, sondern eher für Fortgeschrittene, die ihre Videoqualität nochmal verbessern möchten. Das Coole ist aber, dass es das Plugin für fast alle Plattformen gibt, also Final Cut, Motion, Premiere, DaVinci Resolve, After Effects und so weiter, für all diese Plattformen gibt es dieses Plugin. Ich werde euch jetzt einfach mal so ein paar Beispiele zeigen, wo man dieses Plugin am besten benutzt. Der erste Shot, an dem ich euch das zeigen möchte, ist dieser Shot hier aus meinem Musikvideo. Wir gucken uns erstmal den Originalshot an und wenn man sich den anguckt, fällt auf, dass alles relativ ruckelig ist, weil ich einfach bei diesem Shot keinen ND-Filter benutzt habe. Das heißt, jeder Frame ist komplett scharf und das ist eine Sache, die man im Videobereich eigentlich nicht haben möchte. Deshalb stellt man seine Belichtungszeit ja auch immer auf ein Fünfzigstel oder auf ein Hundertstel bei Slow Motion. Einfach um so eine gewisse Bewegungsunschärfe im Shot zu haben. Ich habe jetzt hier auf diesem Shot einfach mal dieses Plugin aktiviert in den Standardeinstellungen und man sieht schon, dass sich hier was getan hat. Und zwar ist hier das Feld relativ unscharf geworden, während die Hand noch ziemlich scharf geblieben ist. Und das macht dieses Plugin auch so interessant. Und zwar wird bei diesem Plugin wirklich nur das unscharf gerechnet, was auch unscharf werden soll. Also alle Bewegungen und alle Sachen, die sich nicht bewegen, wie zum Beispiel jetzt dieser Arm, die werden auch nicht unscharf gerechnet. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal mit dem Plugin an in den Standardeinstellungen. Und mir persönlich gefällt dieser Shot jetzt schon viel, viel besser. Er ist einfach viel angenehmer zum Angucken, dadurch, dass die Bewegungsunschärfe hinzugefügt worden ist. Ich muss sagen, es ist eine Sache, da achten nicht viele drauf. Ich persönlich achte immer drauf und mir gefällt es viel, viel besser, wenn man die Belichtungszeit richtig eingestellt hat, beziehungsweise wenn man so eine gewisse Bewegungsunschärfe in seinen Videos hat. Der nächste Shot ist ein Shot aus meinem Berlin-Latz-Video, da habe ich dieses Plugin auch sehr oft benutzt. Und zwar bin ich da ja relativ oft gewechselt zwischen Fast Motion und Slow Motion. Und diese Fast-Motion-Shots, also diese Zeitrafferaufnahmen, sehen ohne diesen Plugin so aus. Also relativ ruckelig. Ich spiele es nochmal ab. Und das sieht nicht wirklich schön aus. Und wenn man jetzt hier dieses Plugin aktiviert, auf den Standardeinstellungen, sieht das Ganze schon deutlich flüssiger aus und viel, viel professioneller einfach. Das Coole bei dem Plugin ist, dass man das einfach auf den Standardeinstellungen lassen kann und er dann schon so eine angemessene Bewegungsunschärfe errechnet. Man kann aber natürlich noch den Blur-Amount zum Beispiel nach oben stellen. Wie gesagt, ich würde es aber einfach auf den Standardeinstellungen lassen. Und jetzt hier noch ein dritter Anwendungsbereich, wenn man zum Beispiel Sachen animiert. Ich habe jetzt hier einfach mal so eine Schrift mit Keyframes von links nach rechts bewegen lassen. Wenn man sich die ohne diesen Plugin anguckt, sieht es relativ ruckelig aus, weil natürlich überhaupt keine Bewegungsunschärfe vorhanden ist. Und wenn man jetzt hier dieses Plugin aktiviert, sieht diese Bewegung schon deutlich angenehmer und deutlich flüssiger aus. Das wäre jetzt so der dritte Anwendungsgebiet. Also Leute, die relativ viele Sachen animieren in Final Cut mit Keyframes, für die kann ich dieses Plugin auch sehr empfehlen. Ja, das war's schon mit dieser Quicktips-Folge zu diesem Plugin. So viel kann man da nicht drüber berichten. Wie gesagt, für mich ist das ein sehr wichtiges Plugin. Ich benutze es bei fast allen Projekten. Bei meinem Showreel habe ich das zum Beispiel relativ oft eingesetzt oder auch bei Musikvideos, wo ich eben einen ND-Filter vergessen habe. Zum Beispiel nutze ich das auch sehr oft. Von daher ist es für mich ein sehr wichtiges Plugin und vielleicht für den einen oder anderen von euch da draußen auch sehr interessant. Jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.